eigentlich wollte ich einen anderen Weg gehen, aber Winnie will den hier gehen. Hallo Winnie, wollen wir spazieren gehen? Komm. Hi, heute bin ich nicht allein unterwegs, heute ist jemand mit dabei. Hallo Winnie, die Winnie ist heute mit dabei. Ich nehme euch heute mal mit spazieren. Mache ich öfters mit der Winnie. Ja, sag nochmal Hallo. Willst du gleich selbst laufen? Ja, machen wir. Kannst du? Ja, die Winnie will gleich selbst laufen. Soll ich dich runterlassen? Na gut, versuchen wir es. Und raus mit dir. Trau dich? Ja, fein. Ja, fein. Ja, Schatzi. Fein. Ja. Süße. Na komm, weiter geht's. Wir gehen in den Wald. Ganz cool. Es ist, als hätte ich einen Hund dabei. Die läuft mir hinterher. Wie ein Hundchen. Meistens. Ja, du magst die Schweinezucht nicht, ne? Ich weiß. Ja, hier ist die Schweinezucht. Da kommt manchmal ein furchtbares Gequieke raus. Richtig furchtbar. Und die Winnie spürt es, dass da drinnen keine guten Vibes herrschen. Deshalb läuft die hier auch ungern lang und ist sehr unsicher. Und gerade auch am Anfang ist sie dann eher in die andere Richtung gelaufen, also weggelaufen, weil die das gar nicht ab kann. Aber im Moment sind, glaube ich, keine Schweine drinnen, weil ich kein Gequieke hören kann. Fein. Fein. So, wir sind jetzt hier gleich im Wald. Da fühlt sie sich dann auf jeden Fall wohler. Und wie das bei Hunden auch so ist, die müssen natürlich immer mal überall schnuppern, Gerüche aufnehmen, markieren, was auch immer. Ab und zu braucht man dann auch mal ein Lockungsleckerli. Ne, Winnie? Zum Glück bist du bestechlich. Bist du bestechlich? Ja, ich habe Glück. Ja, warte. Na, guck mal, da sind welche. Fein. Ja, da schnurst du direkt, ne? Fein. Ja, man ist auf jeden Fall schon langsamer als mit einem Hund. Liegt einerseits an ihrer Größe. Schon sehr klein für eine Katze und weil sie halt ab und zu mal stehen bleibt, muss man einfach geduldig sein, wenn man mit der Winnie unterwegs ist. Praktisch, durch die Kamera muss ich mich nicht rumdrehen und gucken, wo sie ist. Ich sehe sie einfach auf der Kamera. Schatzi. Ja. Willst du dich gleich wohin setzen, Päuschen machen, dass du in Ruhe fangen, Mäuse fangen kannst und jagen kannst? Hm? Na komm, wir gehen noch ein Stück. Ja. Ja, Schatzi. Ja. Guck mal, da oben ist Sonne. Oh, was hast du entdeckt? Hier, wo ich gerade langlaufe, hatte ich meinen ersten
und einzigen Fahrradunfall. Das kommt auf der GoPro wahrscheinlich nicht so rüber. Aber hier ist es so abschüssig. Geht so ein Stück runter. Da bin ich mit dem E-Bike gefahren und wollte die Spur wechseln und da ist mein Rad weggerutscht. Ich habe mir den kompletten Arm aufgerissen. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Ist noch bis heute vernarbt. Und das war vor, 5 Jahren, glaube ich. Und das Doofe war, das ist 8 Stunden passiert, bevor ich im Flugzeug nach Tunesien saß. Tunesien im Sommer, 50 Grad, mein Arm eingewickelt. Es durfte kein Meerwasser drankommen, also stand ich so im Meer. Sah bestimmt ultra cool aus für alle anderen. Für mich war es nicht so cool. Naja, was soll man machen, ne? Winnie mag überhaupt keinen Wind. Allgemein glaube ich bei Perserkatzen so, dass die Wind nicht so abkönnen. Ja, was ich mit Winnie bisher schon alles gesehen habe, waren Rehe, ein Waschbär, Wildschweine, Eichhörnchen, gut, Mäuse sind klar. Als ich einmal mit ihr im Wald saß, haben wir sowas rascheln hören und Winnie ist hingegangen und geguckt. Ja, da war es ein Waschbär. Ich habe es erst sehr spät erkannt, weil er halt vorher so im Gebüsch versteckt war. Was macht Winnie? Springt zu dem Waschbären hin. Der Waschbär hatte zum Glück Angst vor ihr und ist weggerannt. Ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn die sich mit dem Waschbär angelegt hätte. Das wäre nicht gut ausgegangen. War zum Glück auch ein kleiner Waschbär. Nicht so viel größer als Winnie. Aber trotzdem, also was denkt sich meine Katze? Geht einfach auf den Waschbär los. Ich glaube, die spinnt. Oder? Du kleine Mutige. Süß war es, als sie ein Eichhörnchen gesehen hat. Das Eichhörnchen kam so den Baum runter und hat sie so von oben angeguckt. Winnie hat so süß hochgeguckt. Was sie sehr mag, sind Vögel und Federn. Sie hat zum Glück bisher nur einmal bei meinen Eltern im Garten einen Vogel gefangen. Oh, jetzt fühlst du dich wohl, ne? Wenn du immer losrennst, dann merke ich, ja, dann bist du endlich angekommen. Hier ist es auch windstill, besser für dich. Einmal kam ein Reh richtig nah an Winnie und mich heran. Ich habe so einen Klappstuhl, den hatte ich dabei. Saß mit ihr im Wald, Winnie auf meinem Schoß. Und dann fing es an zu rascheln. Das Rascheln kam immer näher. Und da kam ein Reh ungefähr 5 Meter auf uns heran und hat uns, ich glaube, es hat uns auch gar nicht gesehen. Es ist dann einfach auch ganz langsam in eine andere Richtung gegangen. Und wir fanden es ganz spannend. Wir konnten hier das Reh beobachten, ne Winnie?
wenn irgendwelche Hunde kommen würden, dann geht sie automatisch in den Rucksack rein, weil sie da Angst hat. Oh, da flitzt er. Das Laub ist noch trocken, Winnie. Wir haben noch Glück, ne? Was Winnie nämlich nicht mag, ist nasses Laub. Beziehungsweise allgemein Nässe und Kälte. Das feiert sie nicht so. Oh, ich glaube, du musst mal. Also wir haben die Katze von meiner Schwiegermama. Die ist leider vor einigen Jahren verstorben. Und dann hatten wir die Wahl, ob wir Winnie nehmen oder nicht. Ich bin ein totaler Katzenmensch. Ich habe sofort gesagt, ja. Mein Freund war sich ein bisschen unschlüssig. Der hatte nie eine eigene Katze. Ich bin aber mein ganzes Leben lang schon mit Katzen aufgewachsen, da ich auf dem Dorf groß geworden bin und uns immer irgendwelche Katzen zugelaufen sind. Deshalb hatte ich irgendwie immer eine Katze, gefühlt kein Jahr lang keine. Da war für mich die Entscheidung einfach, aber klar muss ich die Entscheidung meines Partners auch akzeptieren. Aber nachdem sie dann 2 Wochen eigentlich übergangsweise, um zu gucken, wie es so ist, bei uns war, hat mein Partner auch gesagt, ja, die nehmen wir und behalten wir. Wollen wir eine Pause machen? Dann suchen wir uns einen Baumstamm, okay? Die sitzt nämlich gern neben mir, habe aber auch keine Sitzkissen heute dabei. Deshalb müssen wir mal gucken, dass wir einen Stamm finden, der halbwegs trocken ist. Wobei meine Hose ist eigentlich wasserabweisend. Aber Winnie sitzt auch lieber im Trockenen. Wenn ich ein Sitzkissen dabei habe, setzt sie sich immer auf Sitzkissen anstatt auf einen normalen Baumstamm. Auch wenn der Baumstamm trocken ist. Mein Partner und ich werden auch auf Weltreise gehen. Und da war natürlich die Frage, was passiert mit unserer Winnie? Die können wir nicht mit auf Weltreise nehmen. Meine Eltern waren sehr skeptisch, beziehungsweise vor allem meine Mutter. Aber nachdem sie die ganzen Urlaube bei denen verbringt, und wir sind schon viel im Urlaub, so sagen wir mal so 6 Wochen im Jahr ist sie bei meinen Eltern. Und hat meine Mama auch gesagt, sie nehmen sie, wenn wir auf Weltreise sind. Weil dieser kleinen Süßen kann man einfach nichts abschlagen. Ja, du hast Glück, dass du so einen Charme hast, du Süße. Wie kam es, dass wir mit Winnie spazieren gehen? Wir wohnen an der Hauptstraße in einem Dorf. Und ja, das war uns einfach zu gefährlich, sie rauszulassen, obwohl ich immer ein Mensch bin, der sagt, man kann Haustiere nicht einsperren. Das geht einfach nicht. Tiere brauchen die Freiheit. Aber die kleine Winnie ist in der Stadt groß geworden, in der Wohnung, in der kleinen Wohnung auch. Also hatte sie nie, war sie nie draußen. Und ja, dann habe ich diesen Rucksack gekauft, den Katzenrucksack. Habe sie reingetan, am Anfang noch mit Klappe zu und bin losgelaufen und habe mir einen Platz im Wald gesucht. Und ja, die Winnie kam raus, hat sich nicht von meiner Seite entfernt, hat nur in meiner Umgebung geguckt. Und dann bin ich einfach mal losgelaufen und habe festgestellt, sie läuft mir einfach hinterher, wie ein Hundchen. Und ja, das habe ich dann immer öfter gemacht. Und inzwischen kann ich ja auch den Rucksack einfach offen lassen. Sie guckt raus, während wir laufen. Sie springt auch nicht raus, ohne vorher, ja, ein Zeichen zu machen, also so miaut dann so und ich merke, wenn sie rausspringen möchte, also wenn wir jetzt irgendwo sind, wo sie gerade nicht rausspringen kann, weil zum Beispiel ein Hund kommt, dann kann ich die Hand davor machen, um ihr zu signalisieren, hier, nee, jetzt kannst du nicht hopsen. Und ja, das ist für uns so ein ganz guter Weg, einfach Winnie auch ein Stück weit Freiheit zu ermöglichen. Und die signalisiert inzwischen auch in der Wohnung, wenn sie raus will. Also sie stellt sich einfach vor die Haustür und miaut. Und es ist einfach Wahnsinn, was sie für Schritte gemacht hat in den letzten Jahren, weil sie es halt einfach nicht kannte, draußen zu sein. Aber da hat man halt gemerkt, wie viel, ja, ihr das gibt, draußen zu sein und dass sie das von alleine auch zeigt, dass sie jetzt raus will. Finde ich schon klasse. Und in den Garten kann man Winnie auch gut mitnehmen. Der ist eingezäunt und da springt sie einfach nicht rüber. Deshalb, wenn wir im Garten chillen, dann ist Winnie auch immer gerne mit dabei. Und im Sommer sind wir viel im Garten, da wir auch eigene Sachen anpflanzen. Von daher sind wir da ein ganz gutes Team. Oh, ach du liebe Zeit. Hier liegt ein Flügel von einem Vogel. Oh, Winnie, bitte geh da nicht dran. Du liebe Zeit. Das ist der ganze fucking Flügel. Du hast die nicht gesehen, ne? Die liebt nämlich Federn. Sie würde jetzt eigentlich hin und schnuppern. Aber ich hoffe, dass sie das nicht zu genau
wahrnimmt, will jetzt nicht, dass sie an diesen halben Flügel geht. Oh, schlimm. Sowas kann ich nicht. Oh, stolper ich noch was? Sowas kann ich gar nicht gut ertragen. Tote Tiere und sowas. Bin letztens mit dem E-Bike durch den Wald gefahren. Da war der Jäger mit einem toten Reh. Ich war daheim und habe geheult. Ich kann sowas wirklich nicht sehen. Winnie mag auch Baumstämme. Da kann die drauf rumklettern. Es ist ihr lieber, als wenn sie durchs Laub laufen muss. Oder Winnie? Ja? Magst du herkommen? Na, wo bist du denn gelandet? Ja. Hi, Prinzessin. Na, komm, fein. Da können wir uns ein bisschen hinsetzen. Ja, wo ist die Winnie? Oh, ist nicht so winnigerecht hier, ne, der Boden. Ja, fein. Komm. Ja, hopp. Ja, fein. Ja, fein. Ist irgendwo was hängen? Jo. Trinken für Winnie darf natürlich auch nicht fehlen. Ja. Ja, warte. Ja. Du Süße. Winnie, ich muss erst mal gucken. Warte mal. Ich muss dich ja irgendwo hinstellen. Hier geht's vielleicht. Schmeiß es nicht runter. Fein. Na, kleiner Milchbart? Genug getrunken erstmal. Genießt es einfach, auf dem Baumstamm zu chillen und zu gucken, was es so gibt. Natürlich spannender als in der Wohnung. Und ich genieße es, das mit meiner Katze machen zu können. Ich werde immer wieder von Leuten angesprochen, wenn ich mit ihr unterwegs bin oder wenn ich mit Toren mit ihr unterwegs bin. Dass die Leute das ja noch nie gesehen haben und oder man hat nur mal es irgendwo im Internet gesehen. Ja, ist schon besonders. Es gibt jetzt nicht viele Katzen, mit denen man das machen kann. Und wenn ich so an meine alten Katzen, die ich alle hatte, denke, dann mit einer hätte ich es, glaube ich, machen können. Die ist sehr an mich gebunden gewesen. Aber die anderen, die sind einfach ja, zu eigen gewesen. Und es braucht auch ein Stück Unsicherheit bei so einer Katze. Und die arme Winnie, die wurde damals ausgesetzt und ins Tierheim oder dann gefunden und ins Tierheim gebracht. Wo ich mich frage, wie kann man nur so herzlos sein? Und diese Katze aussetzen. Es war wohl auch Winter, also die hätte einfach auch erfrieren können. Und so Perserkatzen sind nicht dafür gemacht, dass sie alleine überleben können, weil die so hochgezüchtet sind. Und Winnie verfilzt unglaublich schnell. Also wir müssen sie sehr regelmäßig kämmen. Oder auch, wie drücke ich das jetzt schön aus? Das kann man nicht schön ausdrücken. Wir müssen ihr auch den Hintern rasieren, da die Haare sonst halt einfach sehr lang werden. Und man kann sich ja vielleicht denken, was passiert, wenn an dieser Stelle lange Haare sind. Na, bist du auf dem Schoß? Ja, fein. Ja, Schatzi. Ja, schnurst du fein. Ja. Das ist so süß. Wir sind im Wald, sie hat die Möglichkeit, überall rumzutollen. Aber sie kommt auf meinen Schoß. Das freut mich dann. Aber diesmal nur kurz. Öfters zählt sie dann einfach die ganze Zeit auf meinem Schoß. Na, du bist schon toll. Ja, du bist schon toll. Ja. Wollen wir mal weitergehen? Ist nicht mehr so lange Sonne da, Winnie. Prinzessin? Ja, du bist eine Schnurri, ne? Weiter geht's.
So, Winnie hatte keinen Bock mehr zu laufen. Dann wird sie jetzt getragen. Wunderschön, diese Herbstfarben. Richtig toll. Ah, beim letzten Mal, als ich mit Winnie im Wald gesessen habe, habe ich ihr Futter vergessen. Da laufe ich jetzt gleich vorbei. Da kann ich die Dose wieder einsammeln. Gut, dass es mir einfällt. Niemals Müll im Wald lassen. Kann man diese ganzen Spinnweben erkennen? Ich weiß es nicht. So, gucken wir mal, ob der Müll vom letzten Mal noch da ist, den ich vergessen habe. Ach ja, da sehe ich was. Da sehe ich auch was. Gut. Winnie, ich muss dich kurz absetzen, um den Müll einzusammeln. Aber hier magst du es ja auch, ne? Ja, hier gefällst du, Winnie. Muss ich mich mit dir nochmal hier hinsetzen? Willst du feiern, oder? So, hier sehen wir einmal das hier. Hier, ihr trinken. Wo ist die Dose? Wo ist denn die Dose hin, Winnie? Scheiße. Dose ist irgendwie weg. Ich weiß auch nicht, dass die schon jemand mitgenommen hat, weil hier kommt eigentlich keiner hin. Fuck it. Schlecht. Ja. Wo ist die Winnie? Wo ist die Schatzi? Hübsche. Eigentlich wollte ich einen anderen Weg gehen, aber Winnie will den hier gehen. Ist den vorgerannt. Dann gehen wir hier lang, okay. Winnie ist auch schon mit dem E-Bike mitgefahren, dann einfach auch auf dem Rücken. Mag sie auch gerne, guckt dann auch dabei raus. Und hier einfach noch mal ein paar Clips, was wir mit Winnie sonst noch so erlebt haben.
aus. Was machst du da? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da oder schreibt gerne was in die Kommentare. Ciao, ciao!